Du kannst meinen Charakter doch gar nicht beurteilen. Du kennst mich doch gar nicht. Nee, also ich stehe mehr auf Frauen als auf Männer. Ja, ich find's auch geil zu blasen oder mal zu wichsen oder auch mal generell Analverkehr oder so. Irgendwelche solche Sachen. Aber es ist jetzt nichts, was ich als eine Beziehung in Betracht ziehen würde. Ich will eine Beziehung zu einer Frau. Und ich fühle mich sexuell auch eher von Frauen als von Männern angezogen. Ja, wie gesagt, ich finde es auch interessant mit Penis und alles und mit Licks und alles. Aber eine Frau und der Arsch von einer Frau oder die Brüste, die Vagina, das allgemeine Aussehen von der Frau, vom Gesicht her, von den Augen und alles. Ich achte bei Frauen auf ganz andere Sachen, als ich bei Männern drauf schaue. Bei Männern schaue ich höchstens auf den Arsch und auf den Penis und das war's eigentlich. Bei Frauen achte ich aufs Gesicht, ich achte auf die Augen, ich achte auf die Dinge. Das verstehe ich nicht falsch, wenn ich sage, ich achte aufs Gesicht. Ich achte nicht auf die Schönheit, sondern ich achte halt auf Merkmale und alles. Ich schaue mir eine Frau weitaus genauer an als einen Kerl. Wenn ich mit einem Kerl einen One-Night-Stand hätte, schaue ich mir den Kerl dann zu genau an. Wenn er am nächsten Tag an mir vorbeiläuft, würde ich den wahrscheinlich gar nicht erkennen. Bei einer Frau würde sowas nie passieren. Ich bin grundsätzlich niemand, der andere einfach so antatscht. Das war ich noch nie. Das bin ich weder bei Kerle noch bin ich das bei Frauen. Und gleichzeitig bin ich jemand, ich habe Berührungsängste, wenn man mich anfasst. Das ist ein bisschen schwierig zu definieren, ein bisschen schwierig zu formulieren. Aber ich werde nicht ganz gerne angefasst. Also es kommt immer wenigstens so auf die Situation an und alles. Aber einfach so angefasst werden, das mag ich absolut nicht. Das kann ich nicht ausstehen. Wenn ich jetzt mit jemandem zusammen bin und alles, dann wäre es eine andere Sache. Aber so jetzt im momentanen Zustand, wenn ich jetzt jemanden nicht kenne oder so und der toucht mich an, das packe ich überhaupt nicht. Das geht mir total dagegen. Und im Gegenzug mache ich das nicht bei anderen, weil ich das halt nicht ausstehen kann, wenn das jemand bei mir macht. Also nicht attraktiv, hm? Ja, dachte ich mir schon. Ich bin der Typ, der zuhört, der da ist und mit dem die Frauen reden. Genau das ist aber auch dummerweise mein kleines Problem. Auch wenn du es mir nicht glauben magst. Ich war zwar schon immer recht offen, aber über Sex, Blasen, was ich alles, so offen zu reden, habe ich auch erst in den letzten 2 Jahren oder so angefangen. Mal mit mir kommunizieren. Was hast du erwartet? Dass ich ungefähr sowas mache? Oh ja, du geile Bitch, komm her. Sag mal Kack. Oder was? Ich glaube, es gibt keinen Menschen, nicht mehr den verrücktesten, sexgeilsten, hast du nicht gesehen, der sowas machen würde. Nicht, wenn er wirklich zum Stich kommen will. Und nicht, wenn er es ernst meint. Eine Sache will ich schon die ganze Zeit anmerken. Du sagst immer, du bist mir treu. Ich wusste nicht, dass wir zusammen sind. Hust, hust. Zu hässlich und schön eine Sache zu sagen. Ja, es gibt auch für mich kein hässlich und schön. Allerdings gibt es eine oder zwei Sachen, auf die ich trotzdem achte bei meinem Partner. Die eine wichtigste Sache für mich ist auf jeden Fall das Gewicht meines Partners. Also wenn jemand jetzt daherkommt, der so ein Gewicht hat wie ich, finde ich ihn absolut nicht anziehend. Ich habe kein Problem mit der Person eine Freundschaft einzugehen, aber sexuell oder so gesehen, ne, geht gar nicht, ey. Das fühle ich mich einfach nicht angezogen. Also in gewisser Weise, das wirst du auch, wenn du spätestens nur ein paar Jahre älter bist, wirst du auch merken, dass es so gewisse Merkmale schon gibt. Wenn man sich von jemandem nicht angezogen oder sogar abgestoßen fühlt, dann ist das einfach Fakt, dass das nichts wird. Da kann man noch so wenig auf Dings schauen. Für eine Beziehung ist es auf jeden Fall für mich, gab zwar auch schon Ausnahmen, aber das ist das einzige Merkmal, auf das ich wirklich achte. Ansonsten kann es mir auch egal sein, ob die Person eine lange Nase hat, eine kurze Nase hat, große Brüste, kleine Brüste, ist mir an sich alles egal. Ich meine, klar, es gibt auch da Merkmale, die mir besonders ins Auge stechen, die mir besonders gut gefallen, sexuell gesehen, was die Brüste angeht zum Beispiel. Aber im Großen und Ganzen ist es mir nur das Gewicht meines Partners wichtig, dass mir, also vom Aussehen her. Ansonsten muss bloß der Charakter passen und versteht man sich. Du scheinst zu glauben, dass ich nur zu Hause sitze. Das stimmt überhaupt nicht. Ich gehe sogar sehr viel raus. Das Problem ist nur, dass ich entweder eine Frau, die mir gefällt, nicht anspreche. Es gibt zum Beispiel eine Person, die mich momentan interessiert, die ich öfter mal sehe. Aber mir fehlt da einfach der Mut dazu, die anzusprechen. Und da kannst du sagen, was du willst. Das wird sich auch nie ändern, weil ich einfach nicht der Typ bin, der auf andere Menschen zugeht. Das war ich noch nie im Leben. Das werde ich auch nie sein. Weil es gibt ein paar Sachen in meinem Leben, die ich einfach nicht schaffe. Und das ist eine davon. Ich bin schon im TS, beziehungsweise ich bin schon zu Hause, aber ich trinke jetzt erstmal ein Energy, schaue noch eine Folge Butler an.
und bin mega erschöpft. Weiß gar nicht, ob ich heute überhaupt streame, bei mir geht es jetzt so, überhaupt keinen Bock. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ach so, ja, bei so Sachen wie komm erst mal, da solltest du keine Pause machen, wenn du so einen Satz sagst, weil das versteht man falsch. Warum soll ich das Hust nochmal betonen? Wusste nicht, dass wir zusammen sind. Boah, geschafft, alle Nachrichten angehört. Naja. Auf jeden Fall bin ich eh nicht dein Typ, wie es ausschaut. Wenn du sagst, dass du nur auf Frauen stehst. Oder halt überwiegend. So, und ich werde mich jetzt erstmal aus dem Handy zurückziehen, weil ich jetzt definitiv erstmal ein bisschen was anderes machen will. Ich bin heute erst aufgestanden, ja. Weil die ganze Nacht bin ich nicht schlafen können. Gestern war ich auch so fertig und alles, dass ich, so wie ich mich gestern aufgefühlt habe, das war, lag wahrscheinlich daran, dass ich gestern einfach totale Schmerzen hatte. Ja, jetzt bin ich erstmal am Frühstück machen. Jetzt gibt es erstmal Pfannkuchen mit Schlagsahne. Nee, heute mache ich sie nicht ganz selber, weil ich habe keine Eier da. Ja, ich habe noch so eine Fertigmischung da, die ist ziemlich geil. Gibt's auch mit Waffeln und alles, aber ich habe kein Waffeleisen, deswegen habe ich mir jetzt Pfannkuchen gekauft. Gibt's auch mit Eierkuchen, ist auch ziemlich geil. Heutzutage gibt's doch alles im Glas oder in der Pfanne oder Quatsch, in der Pfanne. Heutzutage gibt's doch alles im Glas oder in der Dose oder so. Ja, wie gesagt, das ist ziemlich praktisch, halt, wenn man es ein bisschen eilig hat. So, das ist zum Beispiel richtig geil für Kinder. Wenn du Kinder hast oder so und die früh oder was Pfannkuchen möchten, ist das richtig geil. Magst einfach 400 Milliliter Milch rein, die hat dann das halt eine Markierung, brauchst du dann mal drauf schauen. Vorher schütteln, Milch rein, dann das Ding richtig kräftig durchschütteln und in die Pfanne. Tja, dann wirst du eben ein Kirschchen. Hust, hust, hust. Kommst mal vorbei, ich bring dir das Kochen bei. Innerhalb von einem Tag kannst du den Schmor braten. Wenn du sagst, dass du nur auf Frauen stehst. Ja, naja, dann musst du halt notfalls was bestellen gehen. Oder halt was beim, muss ja was zum Essen in einem Laden kaufen, also in einem Restaurant oder so kaufen gehen. Kannst du ja meistens auch bestellen und abholen. Ja, man kann die süß und man kann die salzig essen, ne? Das sind ja jetzt keine gesüßten Pfannkuchen. Da ist ja kein Zucker drin im Teig. Da kannst du genauso gut hergehen, kannst dir Wurst und Käse klein machen. Wurst halt würfeln, Käse halt entweder reiben oder sowas. Dann kannst du das genauso essen, Salz, Pfeffer drauf, dann kannst du das auch essen. Das geht auch, das schmeckt auch super. Du kannst natürlich auch hergehen und ja, das mit Salz, Pfannkuchen und so weiter. Ich habe auch Nutella da. Könnt ihr auch, ich werde bestimmt auch den einen oder anderen mit Nutella essen. Sahne habe ich halt noch da, Obst habe ich noch da. Deswegen esse ich das halt mit Obst dann. Ich weiß also, wie du das meinst mit ich mag dich. Also ich bin mir da nicht ganz so sicher, weil, um ehrlich zu sein, habe ich das Gefühl, dass da mehr ist, als du mir sagst. Ganz wie du meinst. Du hast mir meine Frage noch nicht beantwortet. Das ist schon ein bisschen länger her. Und zwar habe ich dich gefragt, wenn du sagst, dass du bisexuell bist, das heißt ja dann, dass du Männer auch magst. Aber du hast mir nicht gesagt, dass du woher du weißt, dass du Männer auch magst, wenn du mit Männern noch nichts hattest. Ich meine, findest du Männer anziehend oder wie ist das? Naja, also für mich hört sich das so an, als wärst du lesbisch an dem Punkt. Ist ja auch nicht schlimm, mein Gott, ich kenne genug Leute, die schwul sind, von daher. Oder lesbisch, kenne ich auch ein paar. Der TS ist übrigens down im Moment, weil mir ein paar Cent fehlen, um ihn freizuschalten. Wie auch immer. Kann also sein, dass es ein paar Tage dauert, bis der TS wieder online ist. Und was die Sache angeht, wie ist es denn? Du sagst, du denkst auch, dass du auf Männer stehst, also mit Männern schon gekuschelt hast und alles. Ja, aber findest du Männer denn anziehend? Also vom Aussehen her sagst du jetzt ja im Prinzip ja, aber da gehört ja mehr dazu, also auch sexueller Hinsicht und so weiter. Ich meine, hast du dir schon mal vorgestellt, mit einem Mann zu schlafen und so weiter? Und ja, macht dich das an oder nicht? Darum ging es mir eigentlich gerade. Ja, im Großen und Ganzen ist es halt immer so eine Sache. Ich zum Beispiel, ich fühle mich zu Männern hingezogen, weil ich halt es interessant finde und auch sexuell Hinsicht gefällt mir das halt, mit einem Mann zu schlafen oder mir das vorzustellen, mit einem Mann zu schlafen oder das auch zu machen. Aber es ist halt bei einer Frau ist es genau dasselbe.
Ich finde eine Frau körperlich anziehend vom Aussehen her. Ich finde aber eine Frau auch sexuell anziehend, was jetzt die Geschlechtsorgane angeht, über einfach nur das Gesicht von einer Frau bis hin zu ihrer allgemeinen Statur, Aussehen, also das ist blöd ausgedrückt, Figur. Also Männer und Frauen haben ja unterschiedliche Figuren. Ein Mann hat ja eigentlich so eine V-Form, sagt man immer, und eine Frau so eine Acht-Figur. Oben ein bisschen breiter, unten ein bisschen breiter, in der Mitte quasi schlank. Also Hüfte quasi so. Hüfte ist da wieder wegen breiter und so. Das finde ich halt anziehend zum Beispiel. Bei Männern finde ich das aber halt genauso. Das ist halt das, was ich gemeint habe. Hast mich falsch verstanden. Mit einem Mann will ich nur Sex. Mit einer Frau will ich eine feste Beziehung. Das ist bei mir der Stand der Dinge. Also mit einem Mann würde ich zum Beispiel nicht rumkuscheln oder rumknutschen oder so. Das ist einfach nur Sex. Also Wichsen, Blasen und Verkehr. Das war's. Und mit einer Frau will ich halt mehr. Da will ich kuscheln, da will ich Romantik, da will ich alles, was eben so dazugehört. Du hast mich offenbar immer noch nicht richtig verstanden, was ich meinte. Deswegen entschuldige, wenn ich es mal so deutlich sage. Findest du einen Mann sexuell anziehend? Also findest du einen Penis sexuell anziehend und so weiter? Hast du dir schon mal vorgestellt, mit einem Mann zu schlafen? Das habe ich eigentlich gemeint. Wenn du in die Richtung gar keine Interessen hast oder wenn du, um es derb auszudrücken, nicht mal feucht wirst oder keinerlei sexuelle Erregung fühlst, wenn du dran denkst, mit einem Mann zu schlafen, dann wirst du vermutlich kein Interesse an Männern haben. Eine Freundschaft mit einem Mann ist dann eine Sache, aber wenn du keinerlei sexuelle Erregungen da hast, dann hat sich das mit einem Mann schon mal erledigt. So, jetzt habe ich alles gelesen. Ja, also wie gesagt, ich gehe jetzt mal auf die letzte Sache ein. Wie es sich bei mir entwickelt hat, dass ich auf Männer stehe. Wie gesagt, ich stehe halt bei Männern nur auf sexuelle Situationen oder Hinsichten. Ich finde es geil, am anderen Mann anzuwichsen, ich finde es geil, an ihm zu blasen. Und für mich ist es wirklich rein sexueller Hinsicht. Knutschen oder kuscheln oder sowas geht mit einem anderen Mann für mich aus meiner Sicht gar nicht. Also, das ist überhaupt nicht mein Stil, überhaupt nicht mein Fall. Und es ist schlicht und ergreifend einfach nur Sex, was mich bei Männern interessiert. Bei Frauen interessiert mich weit mehr. Mit einer Frau will ich intime Gespräche führen, mit einer Frau will ich kuscheln, mit einer Frau will ich küssen, mit einer Frau will ich einfach nur zusammensitzen und ein bisschen Arm in Arm einen Film gucken oder irgend sowas. Und mit Männern ist es halt wirklich einfach nur Sex. Nicht mehr und nicht weniger. Von ja, jeder jegliche sexuelle Handlung, also wirklich blasen, ficken. Wichsen, alles in die Richtung halt. Ne? Und bei Frau ist es das auch, ne? Wobei Wichsen bei einer Frau natürlich schlecht geht, außer sie mir halt. Aber sie zum Beispiel mit der Hand befriedigen oder sie küssen, sie es mit dem Mund machen oder wirklich halt Verkehr mit ihr und so weiter. Bis hin zu einfach zusammensitzen, den Film gucken und romantisch miteinander essen gehen oder sowas. Nee, also heiraten will ich eigentlich nicht, außer man ist jetzt wirklich was weiß ich, 10 Jahre zusammen oder was. Und sie möchte unbedingt heiraten und es schaut nicht danach aus, dass man sich irgendwann mal trennt, dann kann man von mir aus heiraten, aber heiraten ist heutzutage meiner Meinung nach unnötig. Tja, ich hatte gerade noch einen dummen Gedankengang, den hatte ich neulich schon mal, aber ja, uninteressant. Sie heißt Schrabadaba, nicht Schrabalala. Mit sexistisch hat es nichts zu tun, wenn man über Sex redet. Sexistisch ist es, wenn ich sage, eine Frau hat in der Küche zu sitzen und hat nur die Küche zu machen und alles andere nicht. Das wäre sexistisch. Also wenn man einen Mann oder eine Frau in ein bestimmtes Raster setzt, das ist sexistisch. Alles andere ist halt intim, privat. Windig, okay. Bei mir ist gerade windig wie Sau. Ja, und das alles halt. Ja. Und nein, ich rede mit ihr zwar schon über solche Sachen, aber sie redet über solche Sachen nicht. Weil sie sagt, das gehört ins Bett und nirgendwo anders hin. Also quasi nur innerhalb einer Beziehung. Sie redet da schon über die eine oder andere Kleinigkeit, aber nichts Großes oder so. Abgesehen davon klang das gerade, als wärst du eifersüchtig auf sie. Hey ho, du pass mal auf. Du hast doch momentan eh noch Urlaub, oder? Jetzt die nächste Woche und so. Komm doch einfach mal ein paar Tage zu mir.
vielleicht vergisst du dann mal, wenn der Freundin kommt, auf andere Gedanken. Nee, ich stream heute nicht mehr. Aber du kannst mir ja mal ein Bildchen schicken. Von mir hast du schon mal eins gekriegt. Oh, lol, die Nachricht wurde dir gar nicht geschickt. Ja, wenn du da bist, kannst du mir ja schreiben, falls du nochmal kommst, dann kann ich dich ja mal hochziehen, wenn du noch reden willst. Also, du erinnerst dich neulich den Künstler, den ich die ganze Zeit vergessen habe, wo ich dauernd sagen wollte, den Pianisten. Das war Chopin. Du, ich habe ziemlich viel zu tun. Ich arbeite jetzt da ziemlich viel. Ich schaue gerade eine Serie. Gut, pass auf. Ich schaue eine Serie. Das heißt, ich bin gerade beschäftigt. Und nein, nicht Black Butler, sondern Elfenlied. Ich bin über dem Aufnehmen davon abgesehen. Ich dachte, es sei klar, dass irgendwelche Aufnahmen ständig fail sind. Ich habe keine Ahnung, um was es da ging, aber irgendwas mit 3D-Banzen habe ich zu Leuten mal gesagt, aber nicht in Bezug auf dich, nicht soweit ich weiß. Und die Leute schneiden aber solche Sachen gerne mal zusammen, weil die haben viele Aufnahmen von mir und dann habe ich das über irgendwas mal gesagt und dann haben die das halt auch so geändert. Und ehrlich gesagt langweilt mich das, dass ich das überhaupt das sagen muss. Und wenn schon, ich bin sowieso nicht mehr online. Eigentlich dachte ich, dass es mittlerweile mal offensichtlich ist. Hä? Was soll denn jetzt der Blödsinn? Ich muss erst mal schauen, aber heute habe ich keinen Bock zum Quatschen. Sorry, weil mein Vater ist heute vor 6 Jahren gestorben. Da habe ich keinen besonderen Bock drauf. Ans Grab gehe ich heute sowieso. Und ich habe weder Schokolade noch Eis, aber Eis wäre echt genial eigentlich. Ich darf sowas momentan eh nicht essen, weil ich momentan am Abnehmen bin. Und seit dem Wochenende nehme ich das jetzt auch extrem ernst. Am 24.08. ist bei mir Geburtstagsfeier, also... Quatsch, Geburtstagsfeier, so Blödsinn. Da ist bei mir Kirchweih. Im August. Ich erzähle mal was über Abnehmen. Die Sache ist, dass ich es nie groß probiert habe abzunehmen. Wirklich aktiv oder so. Aber ich weiß, wie es geht. Ess keine Süßigkeiten, ess kein Zuckerzeug. Nichts Süßes, außer vielleicht ab und zu mal. Aber versagt dir gar nichts. Vielleicht mal ein paar Chips, aber halt nicht gleich eine ganze Tüte. Vielleicht mal eine Schokolade, aber gleich ganz so darf es mal bloß ein Riegel. Und ansonsten trink bloß Wasser. Kein ungezuckertes Zeug. Also kein Cola Zero oder so ein Scheiß. Einfach gar kein Cola saufen. Ansonsten wird es nämlich nichts. Also, du kannst mir erzählen, was du magst. Dann mach von mir aus so wenig Zucker drin hast wie möglich. Trotzdem. Du nimmst mir ein Zeug zu und kriegst du dann von dem Zeug ja bloß noch Lust auf eine Malzkohle und alles. Meine Mutter hat jahrelang so scheiße gesoffen. Hat immer gemeint, ja, das ist kalorienarm und so weiter und damit nimmt sie ab. Einen Scheiß hat sie. Und einfach Süßigkeiten essen und sich bewegen, basta. Mehr braucht man nicht. Jeden Tag eine Stunde ins Fitnessstudio, wenn man kein Fitnessstudio hat, dann vielleicht so ein Trimmlichtrad oder so kaufen und jeden Tag eine Stunde oder was da drauf hocken, fahren und so weiter und so fort. Oder eine halbe Stunde auf so einem Trimmlichtrad reicht eine halbe Stunde. Jeden Tag, basta. Nicht mehr, nicht weniger. Ach so, und nach 6 nichts essen. Nach 6 nichts mehr essen, nichts Süßes mehr trinken. Ja, und es reicht eigentlich vollkommen. Man kann ganz normal essen, zweimal oder dreimal am Tag, aber keine kleinen Mengen, sondern ganz normale Portionen, dass du satt bist. Und auch durchaus mit Butter und so weiter, mit Fett, weil nur durch Fett nimmst du ab. Aber man darf halt nur eine bestimmte Menge an Fett essen. Aber du musst so viel Fett essen, so viel Fett kannst du gar nicht essen zum Abnehmen. Weil ohne Fett du die, also Butter du die Verdauung beanspruchen. Nur mit ein bisschen Fett kannst du die Verdauung richtig. Wenn du was Süßes essen willst, dann tu es in der Früh, wenn du aufgestanden bist. Aufstehen, frühstücken, du dann gemütlich Marmeladenbrot, Nutellabrot, Honigbrot, ess einen Kuchen, ess was Süßes in der Früh. Nachmittags darfst du dann eigentlich nicht alles essen, aber ich darf dann nichts mehr Süßes essen. Kohlenhydrate, Eiweiß ist mittags gut. Und abends keine Kohlenhydrate mehr und nichts Süßes und so. Kaffee kannst du eigentlich immer an Süßen trinken, wenn du einen süßen Kaffee magst. Ich zum Beispiel trinke einen Kaffee nie ohne Zucker. Trinke ich normalerweise nur zu den Mahlzeiten. Bei Kaffee und bei Energy bin ich das Einzige, wo ich schwach bin.
wo ich mir nichts, wo ich mir immer gönne, auch unterm Dach und so. Aber ich esse dafür halt wenig andere Sachen. Die kann ich vom Aussehen hier irgendwie so schwer einschätzen. Ich weiß auch nicht. Das war nicht böse gemeint und falsch verstanden hast du mich auch. Ich habe das anders gemeint, als du es verstanden hast. Aber ist nicht schlimm. So, ich gehe jetzt erstmal streamen. Ich gehe jetzt erstmal trainieren. Ich melde mich dann später. Handelbank, Fahrrad zum Aufwärmen. Heute geht es nicht wie ich an meinem Knie, aber normalerweise noch so Boxen mit so einem Punchy-Saal. Ja, sowas halt. Demnach bin ich die hilflose Katze? Wohl kaum. Er der starke Drache, der, wenn man ihn piekt, mit einem Feuerstrahl antwortet. Ich habe beschlossen, dass wir das lassen. Was die Sache mit dem Dirty Talk angeht. Und ich mache jetzt mal Handy aus und gehe schlafen. Gute Nacht. Nein, tust du nicht. Ich pflege nur normalerweise nicht viel mit Frauen zu schreiben, wenn ich nicht ran darf, so ungefähr. Im Normalfall, ich habe nicht so viele weibliche Freunde und denen schreibe ich nicht ununterbrochen. Also die wenigen, die ich habe. Du lässt dein Handy zu Hause, das heißt, dass ich dir nicht schreiben kann. Aber ich kann dir schreiben. Hä? Ja, ich habe Star Wars auch mal irgendwann angefangen, aber habe mir irgendwie nicht getaugt. Ich glaube, ich habe sogar noch irgendwo einen Account rumfliegen. Schade, ich hätte jetzt gesagt, wenn sie schon absagt, dann kommst du halt zu mir. Manchmal muss man im Leben Risiken eingehen, die man sonst nicht eingeht. Aber gut, wie du meinst. Hey ho. Und? Was ist jetzt mit deiner Freundin und dir? Ich hoffe, alles okay. Ich streame um 8, allerdings kommt mir wahrscheinlich was dazwischen. Okay, jetzt muss ich schon mal ein wenig ernster werden. Pass mal auf. Du bist im Livestream und merkst, dass ich streame. Und dann kommst du und fragst mich ernsthaft, ob ich irgendwas spielen will. Kapierst du nicht, dass ich streame? Ich habe keine Zeit. Ich bin den ganzen Tag nur am Rumeiern, am Rotieren. Da habe ich ja den ganzen Tag Zeit. Wenn du arbeiten bist, hast du ja auch was zu tun. Dann bist du auch arbeiten. Und das ist für mich meine Arbeit. Und ich brauche das dringend im Moment. Ich habe das nötig momentan. Ich muss das machen, sonst habe ich echt Probleme in der nächsten Zeit. Nein, ich werde nichts mit euch spielen. Weder Star Wars noch sonst was. Ich habe keine Zeit dafür. Ich habe im Stream nicht immer Zeit, ständig aufs Handy zu schauen. Es geht auch nicht dauernd. Wirklich schlau werde ich aus dir jedenfalls nicht. So viel steht fest. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Schlaf gut. Bei Dirty Talk geht's genauso wie beim richtigen Sex. Du musst es einfach mal ausprobieren, um zu wissen, ob es dir gefällt oder nicht. Was ist mein Bedürfnis? Die Sache ist, dass Dirty Talk bei mir ein bisschen anders abläuft als bei dir. Oder als bei den Leuten. Im Prinzip, ich kann es ja mal kurz erklären. Im Prinzip funktioniert es wie folgt. Du sagst mir zum Beispiel, was du jetzt gerade anhast, wo du dich gerade befindest, im Bett oder auf dem Sofa oder sonst wo. Und dann fängt es im Prinzip so an, dass ich da quasi eine Geschichte draus schreibe, was ich gerade, also wo ich dich gerade anfasse, wie ich dich gerade anfasse, wo ich dich streichel, wo ich dich küsse und so weiter. Dann kommen dann ab und zu mal so Fragen, wie darf ich das, möchtest du das und so weiter. Und dann kannst du dementsprechend halt Ja oder Nein sagen oder halt kurz was dazu sagen und so weiter. Und dabei kannst du es dir halt auch selber machen, wenn du das magst. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt machst. Ich weiß ja, dass du eine Freundin hast. Ich weiß nicht, ob du es dir selber auch machst oder ob du das halt einfach ihr dann überlässt quasi, beziehungsweise du es natürlich dann ihr machst. Keine Ahnung. Aber ja, bei mir läuft das alles ein bisschen anders ab, deswegen sage ich dir zu Sex schreiben. Wenn du was sagen wolltest und es vergessen hast, dann du doch die Sprachnachricht einfach löschen, brauchst du dann nicht schicken. Weil dann verschwende ich nur Zeit damit, die abzuhören und dann kommt hinterher nichts bei raus. Vielleicht spinne ich, vielleicht bin ich auch zu überheblich, aber es hört sich immer noch so an, als ob du eifersüchtig auf sie bist und prüfen willst, ob ich ja Sex mit ihr will oder ob ich Interesse an ihr habe, sexuelles Interesse, was weiß ich. Hört sich schon an, als wärst du eifersüchtig. Es ist mit ihr nicht anders gelaufen wie mit dir. Sie war irgendwann auf dem TS, wir haben uns unterhalten, haben uns verstanden. Es hat sich herausgestellt, dass sie keine Scheiße baut und dadurch hat sie dann einen normalen Rang bekommen und dann hat sich die Sache halt einfach so entwickelt. Ich schreibe mit ihr nicht oft. Ich bin auch der Einzige, glaube ich, der ihre Handynummer hat. Aber ich schreibe auch mit dem Handy kaum mit ihr eigentlich. Ab und zu mal. Sie ist halt auf dem Teamspeak ein Feuerrang, also ein Mod quasi. Sie ist in meinem Twitch-Stream ein Rang, ein Mod-Rang und so weiter und so fort. Ja.
Es ist nicht Zeitverschwendung, mit dir zu reden. Es ist Zeitverschwendung, etwas abzuhören, wo hinterher keine Antwort kommt oder keine Frage beantwortet wird. Wenn du eine Sprachnachricht schickst, ist das ja in Ordnung. Das macht mir auch nichts aus, die abzuhören. Aber wenn dann nur so kommt, was wollte ich jetzt sagen? Vergessen. Und dann die Sprachnachricht beendet und dann nichts weiterkommt, dann ist das Zeitverschwendung, das abzuhören. Das passiert mir schon auch manchmal, dass ich irgendwas vergesse zu sagen, aber dann schicke ich die Sprachnachricht gar nicht erst ab, weil das ja Quatsch ist. Die Fachausdrücke vergesse ich immer. War Padding jetzt blasen und lecken oder war Padding jetzt einfach nur, wie heißt's, einfach nur fingern und wichsen und so, also masturbieren quasi. Ja, ich hatte gerade schon wieder was im Kopf, als du das gesagt hast. Also mich glücklich machen. Also die Frage, ob wenn du mich glücklich machst, das dich nicht unglücklich macht. Bitte was? Puff? Ernsthaft? Oh Mensch, machst du das eigentlich mit Absicht? Na, hättest du Puff in dem Fall aber schreiben müssen, auch wenn es Puff geschrieben wird. Ganz im Ernst. Ja, dass es anzüglich ist, dass ich da was Anzügliches drunter verstehe nach den bisherigen Dingern, das ist ja wohl nicht verwunderlich. Ich habe seit ein paar Jahren eigentlich nur eine einzige Sorge. Keine gute Idee, dir das zu erzählen. Es ist nichts Sexistisches, aber es hat was mit Sex zu tun. Nein, nicht, dass ich es brauche, nicht, dass ich es vermisse. Man kann nichts vermissen, was man noch nicht hat. Oder hatte. Kurzum, Jungfrau. Das ist das, was mich so abfuckt. Sagt eine 20-Jährige zum Typen, der schon in der Schule war, als sie gerade immer auf die Welt kam. Dadurch, dass ich noch keinen Sex hatte, bin ich eben genau darauf aus eigentlich. Also, ich glaube, dass ich momentan notgeiler bin, weil ich eben noch keinen Sex hatte. Wenn ich mal jemanden hätte, mit dem ich mich da treffen könnte und alles, wäre das wahrscheinlich irgendwas anderes. Ja, das ist mein Ernst. Definitiv. Mädchen, ich werde in nicht mal mehr 2 Monaten werde ich 28. Ich bin fast 8 Jahre älter als du, wenn du erst 20 geworden bist. Okay, Stand meiner Sexualität. Ich hatte mit Männern bereits Sex, bereits geblasen, bereits gewichst und richtigen Verkehr. Mit Frauen habe ich noch nicht mal geküsst. Ein einziges Mal ein bisschen gekuschelt und das war auch alles. Ja. Und... Ich meine wirklich, kein Küssen, kein Knutschen, gar nichts. Nur einmal, wo man halt ein bisschen gekuschelt hat. Aber das war ein einziges Mal und das habe ich auch erst letztes Jahr gehabt. Und darüber hinaus war dann aber auch nichts. Und mit der Person habe ich mittlerweile auch keinen Kontakt mehr, weil die auch gar kein Interesse an mir hat. Was ich letzten Endes da nicht nachvollziehen kann, dass das da so komisch war, aber okay. Darüber hinaus, ich... stempel mich nicht als alten Opa ab, aber mit 27, knapp 28 immer noch Jungfrau sein, ist meiner Meinung nach einfach ein bisschen arg extrem. Dazu kommt außerdem, und ja, das ist jetzt wahrscheinlich sexistisch, das ist aber so nicht gemeint, also versteh's bitte nicht falsch. Du hast es als Frau, und das ist nachweisbar, du hast es als Frau weit einfacher als ich als Kerl. Glaub mir. Ich kenne auch kaum Frauen, mit denen ich weggehen kann oder was unternehmen kann. Ich habe in meinem Leben bereits, weiß nicht, 20 Frauen oder was kennengelernt, mit denen ich mehr als nur 2 Worte gewechselt habe. Und das war es eigentlich auch schon. Und es ist wirklich, wenn man bedenkt, dass ich 28 bin, ist das echt ein Witz. Falsch. Ich habe dich in den schönen AFK geschoben. Du kommst da nicht rein. Und es gibt nur 2 Admins, mich und Hawkeye. Und keiner von uns beiden hat es umgeändert. Also kann es keiner geändert haben. Denn in den schönen AFK habe ich dich reingeschoben. Weil du da reingehen sollst, da wirst du von den Usern unten nicht gesehen, wenn du da bist. Und der Join AFK ist quasi ein Join-Raum, in dem du automatisch landest, wenn du joinst und automatisch und reingehen sollst, wenn du AFK bist. Und für nicht mehr und nicht weniger ist dieser Raum da. Und ich erwarte von meinen Rängen, von allen Rängen, dass sie sich auch an sowas halten, weil mit gutem Beispiel voran und so, ne? Weil ich mache das ja auch und ich erwarte das auch von meinen Rängen. Weil ich erwarte, dass ihr euch ein bisschen besser verhaltet als diese ganzen Hater. Bannen kann er schon, aber nur für einen gewissen Zeitraum. Habe ich auch nicht angenommen. Was ich damit meinte war, dass du bitte mir keine Vorschläge machen sollst, wer zum Rang wird, wer nicht. Oder mir auch keine Tipps gibst zu den Leuten, die Ränge haben. Wenn jetzt jemand in den Drachenbaby-Rängen einen Rang hat, der keinen Rang verdient, dann kannst du mir das sagen. Aber alles oberhalb der Feuerränge und auch in den Drachi-Räumen
steht einem Drachenbaby nicht zu, da irgendwelche Sachen weiterzugeben. Außer es fällt dir extrem krass auf. Drachenbaby ist nur ein Drachenbaby. Es ist kein hoher Rang und ist im Prinzip auch nur die Aussage, dass man erst einmal die Personen im Blick behält und schaut, was passiert und schaut, wie sich die Leute verhalten. Wenn sich jemand wie ein Assi oder wie ein Hater verhält, dann fliegt er raus. Wenn er sich anständig und bewährt, dann kann er vielleicht aufsteigen, so wie Pennywise zum Beispiel. Dann geh doch um alles in der Welt nicht unten in die Räume. Du hast jetzt einen Rang und den hast du dafür, dass du dich oben mit normalen Leuten wie Club Cola oder Pennywise oder so unterhalten kannst. Wenn dir der Raum zu groß ist, dann mach eine Begrenzung von 15 Leuten rein oder so. Ich verstehe sowieso nicht, wenn du dir 50 Leute in den TS holst. Davon abgesehen, du brauchst doch keine Sprachmemo machen. Ich werde jetzt dann eh gleich schlafen gehen und werde es mir wahrscheinlich erst morgen abhören. Also kannst du mir genauso gut erst morgen antworten. Und davon abgesehen, mach dir da keinen Kopf. Wenn du gerade keine Stimme hast zum Reden, dann lass es einfach. Ich gehe jetzt erstmal schlafen. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Ja, schlaf gut. Du darfst mir jetzt sagen, was euch aufgefallen ist, weil ich weiß, was euch aufgefallen ist, weil ich habe den TS seit Monaten und ich weiß, was da alles drauf schief geht und abgeht. Aber das kannst du halt nicht ändern. Wenn du eine Möglichkeit hast, es zu ändern, dann sag's mir. Ansonsten lass mich damit in Ruhe. Ich habe keinen Bock, mich 100 Mal in der Woche zu wiederholen. Und wenn du mir noch ein wenig auf den Sack gehst damit, dann verlierst du deinen Rang jetzt auch langsam, weil ich habe keinen Bock mehr. Du gehst momentan allen auf den Sack mit den Rängen, weil du hier anscheinend nicht verstehst, wie der TS funktioniert. Lass einfach die Leute unten in Ruhe. Geh nicht runter in die Räume. Mach dir keinen eigenen Raum unten. Bleib oben in den Rängen und red mit den Leuten, die einen Rang haben. Alle, die einen Rang im oberen Levelbereich haben, sollte man vielleicht dazu sagen. Warte mal, das war für uns niemand. Wir prüfen das gerade nach. Wir hatten sowas schon mal, dass jemand hier rumgehackt hat. Ne, dass es sowas auch war. Für uns hatten die jedenfalls niemand weggenommen. Wir prüfen gerade, wer das war. Jetzt musst du erst mal warten. Ich kann jetzt gerade nicht. Wir haben gerade andere Probleme, Moni. Also jetzt mit deinem Raum sollte es sich erledigt haben, sollte es wieder reinkommen. Mit deinem Rang meine ich. Das musst du Hawkeye sagen. Ich hab's nur weitergegeben. Solche Sachen wie Entbannungen macht grundsätzlich Hawkeye. Ich hab's ihm schon gesagt und das hat er schon gemacht. Darum sage ich ja, es ist gefixt. Ach ja, eine Sache hätte ich fast vergessen. Tu mir den Gefallen und hör auf, so einen Blödsinn rumzuerzählen, dass ich Abby ihren Rang weggenommen habe. Das stimmt nämlich nicht. Ich wusste es nicht einmal bis vorhin, dass die überhaupt einen Rang verloren hat. Das ist einfach Abby und Hawkeye gewesen, die haben rumgeblödelt. Und Hawkeye ist im Moment im Urlaub, deswegen hat sie jetzt keinen Rang gehabt. Dann habe ich ihr jetzt aber gerade wieder gegeben. Also tu mir den Gefallen und hör auf, so einen Blödsinn rumzuerzählen. Geheim halten? Was willst du geheim halten? Ich wusste nicht mal, dass sie einen Rang verloren hat. Ich war vorhin selber ganz erstaunt. Ich habe bestimmt nicht zu dir gesagt, dass ich ihr den Rang weggenommen habe. Hawkeye und Abby haben rumgeblödelt. Das machen sie öfter mal. Und dann hat er ihr den Rang weggenommen, weil sie gesagt haben, aus Spaß jetzt, dass sie im Urlaub ist. Bla. Das hat aber damit nichts zu tun. Ich wusste das nicht. Ich kann es einfach nicht ausstehen, wenn ich immer gefragt werde, kannst du mal den moven, kannst du mal den moven und kannst du den mal moven? Nee, kann ich nicht, weil ich keinen Bock habe, die Leute ständig rauf und runter zu moven. Ich habe es ja vorhin auch schon erklärt im Raum. Im Moment haben wir mehr als genug Drachenbabys und außer es gibt jetzt mal einen Ausnahmefall oder sowas, wird es erst einmal keine Drachenbabys geben. Wir wollen die Drachenbabys jetzt erstmal im Blick behalten und schauen, wer davon sich auf lange Sicht dazu eignet, in einen, wie heißt's, wer sich da auf lange Sicht dazu eignet, dass er dann in einen höheren Rang erhoben wird. Und wenn es dann mal ein paar Drachenränge gibt und ein paar Drachenränge gibt und dann keine Drachenbabys mehr da sind oder nur noch wenige, weil sie gebannt wurden, gekickt wurden, den Rang verloren haben oder einen höheren Rang erreicht haben, dann kann man sagen, okay, heute machen wir nochmal 5 Drachenbabys oder so. Aber vorher nicht. Das kannst du auch gerne so oder ähnlich weitergeben. Solange die Botschaft richtig ankommt. Ich gehe jetzt erstmal pennen. Gute Nacht. Ich war gestern nimmer auf dem TS. Und den Zahn werde ich gleich mal ziehen. Drachenbabys haben überhaupt keinen Bannschutz. Drachenbabys sind höchstens ein bisschen geschützter davor, weil man sie ein bisschen besser im Blick hat. Aber die haben überhaupt keinen Bannschutz. Die hatten nie einen Bannschutz.
Ja, kannst du machen, wenn du magst. Ich bin eh gerade am Streamen, also habe ich eh gerade nicht viel Zeit, sorry. Ja, aber man muss halt aber auch ein wenig differenzieren, ne? Außerdem, wenn du in den Raum willst, in dem niemand rein soll oder rein will, dann musst du halt muten. Nicht muten, dann musst du den Raum halt mit einem Passwort sichern. Ich weiß nicht, wie oft ich dir was sagen soll. Ich bin immer im TS. Der Unterschied ist nur, dass ich nicht dauernd runtergehe, weil ich mir nicht dauernd diese ganzen Cash geben will. Und das würde ich dir auch empfehlen. Die Wahl der Ränge überlässt du mal bitte mir. Es geht dich nichts an und steht dir auch nicht zu, sich da einzumischen. Davon abgesehen hatte ich schon meine Wahl getroffen, ob er seinen Rang zurückbekommt oder nicht. Wie dem auch sei. Was war das jetzt? Klasse Stream, gute Idee. Was für eine Idee. Das mit der Musik ist bei mir schon immer so gewesen. Das war, wenn du gemeint hast, wie ich als Stream und der Musik und alles, dass das die Idee war. Das ist schon immer so gewesen und war nie anders in den Juno-Streams. Habe ich auch nicht angenommen. Was ich damit meinte, war, dass du bitte mir keine Vorschläge machen sollst, wer zum Rang wird, wer nicht. Oder mir auch keine Tipps gibst zu den Leuten, die Ränge haben. Wenn jetzt jemand in den Drachenbaby-Rängen einen Rang hat, der keinen Rang verdient, dann kannst du mir das sagen. Aber alles oberhalb der Feuerränge und auch in den Drachenräumen steht einem Drachenbaby nicht zu, da irgendwelche Sachen weiterzugeben. Außer es fällt dir extrem krass auf. Drachenbaby ist nur ein Drachenbaby. Es ist kein hoher Rang und ist im Prinzip auch nur die Aussage, dass man erst einmal die Personen im Blick behält und schaut, was passiert und schaut, wie sich die Leute verhalten. Wenn sich jemand wie ein Assi oder wie ein Hater verhält, dann fliegt er raus. Wenn er sich anständig und bewährt, dann kann er vielleicht aufsteigen, so wie Pennywise zum Beispiel. Kleines, du hast kein Level und, oder du hast nur Level 1 und du kannst Minimum Level 5 schreiben, dass ich das sehe. Das wird mir nicht angezeigt. Um Level aufzusteigen, musst du bestimmte Zeit in Streams verbringen, musst streamen oder so. Ja, dann steigst du am schnellsten im Level auf. Schnellstem Level auf.